Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Normal Horse Champion. Heute mit einer Vielzahl an Fohlen, die ich euch gerne vorstellen möchte. Dazu den Papa natürlich wieder. Und bevor ich viel quatsche, fangen wir einfach mal mit den News an. Die englischen Vollblüter sind überarbeitet worden. Dazu kommt noch, wie gesagt, die Clubs sind dann auch sind auch endlich da. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Das wurde auch endlich mal Zeit. Ich gucke hier gerade, genau. Für die Clubs ist noch reingekommen die Schwerpunkte Gesundheit, Charakter und Exterieur. Das kann man auswählen. Genauso geht das auch für die private Züchterei, sage ich jetzt mal. Also für das eigene Profil. Das kann ich euch mal zeigen. Profil. Und geht das hier unter meine Zucht? Genau. Da könnt ihr zum Beispiel eure Pferde raussuchen, also eure Rassen, die ihr züchtet. Das sind bei mir 4 Stück. Und dann könnt ihr sagen, Ausbildung ist mir wichtig, Gangarten, beziehungsweise genau, Military. Ich habe ja eigentlich viel zu viel. Nee, das passt alles. Gangarten, genau, Dressur, Springen ist ja für die Trakehner auch. Rennen ist für die Trakehner. Beziehungsweise auch für die Araber. Fahren ist für die Friesen, Western halt für die Pains und dann Charakter und Exterieur. Gesundheit, ja, ist jetzt nicht so mega wichtig und Military eigentlich auch nicht so wirklich. Also das meiste habe ich Dressur, Springen, Westernrennen halt. Man kann es immer wieder ändern, von daher ist das jetzt nicht so schlimm. Wenn man das jetzt noch nicht so ausgesucht hat. So, mein Club. Das ist dieser hier, Amazing Pain Champions. Da müsst ihr dann unter Gestüt und dann unter eurem Club. Hallo. Bitte keine... Oh nein. Okay, ich hatte einen kurzen Internetausfall. Wie gesagt, wir sind momentan 5 Mitglieder inklusive mir. Wir haben 17 Clubpunkte. Problem ist, für weitere Mitglieder zum Aufnehmen brauche ich 25. Da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Was? Warte mal, ich mache das mal auf Aktualisieren, weil gerade irgendwie sind leider keine Aktionspunkte mehr übrig. Warte ein bisschen pro Stunde. Ach so, ja, ist ja okay. Ich wollte ja nur gucken. Wie gesagt, hier ist die Verwaltung. Hier kann man dann einstellen, ob man ein offener Club ist oder ob angefragt werden muss, ob der geschlossen ist. Ich habe Beitrittsanfragen. Ich möchte halt nicht jeden drin haben. Das ist der Text, den ich geschrieben habe. Hier habe ich die Schwerpunkte rausgesucht. Da wir ja Paint züchten, ist halt Western, Charakter, Exterieur, Gangarten könnte man noch reinnehmen. Ausbildung eigentlich auch. Macht eigentlich auch Sinn. Der Rest ist eigentlich total uninteressant. Da können wir dann auf Speichern gehen, dann ist das auch gleich mitgespeichert. Wie gesagt, habe ich die Gangarten jetzt noch mit reingenommen. Die Ausbildung ist ja auch eigentlich wichtig. Wie gesagt, der Text. Was haben wir dann hier noch? Clubausbau. Ja, Plätze in der Deckstation. Ein Platz kostet dann halt 5 Clubpunkte. Plätze im Pferdehandel ist auch 5. Mitgliederkapazität sind 25. Da müssen wir halt noch ein bisschen sehr dran arbeiten. Das ist die Mitgliederverwaltung. Wie gesagt, wir sind momentan 5 Leute, weil mehr kann ich leider gerade nicht aufnehmen. Clubmitteilung. Schreibe jetzt mal nicht, was ich da. Zeige jetzt mal nicht, was ich hingeschrieben habe. Wie gesagt, da kann ich an die Leute, die halt schon im Club sind, was schreiben. Chronik. Wie gesagt, die Clubaufgabe. Pferdehandel. Da sind gerade 2 drin. Und in der Deckstation können momentan 3 rein. Das so viel zum Club. Dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder in die Übersicht. Wie gesagt, die englischen Vollblüter sind überarbeitet worden. Und momentan bis zum 16. Oktober dauert die Trächtigkeit statt 11 Tagen nur 6 Tage. Das ist auch immer ganz schön. Dann die Wunschrasse und so weiter und so fort. Und ja. Also die Clubs und sowas, alles ist eigentlich das Wichtigste. Dann können wir nochmal bei den Updates gucken, was als nächstes kommt. Das ist Halloween
Event. Da bin ich gespannt, was sie uns da bieten. Dann seht ihr Dressur Military, also die Wettbewerbe, Auctions und Private Trades. Das ist auch ganz wichtig, glaube ich. Dann kommt das Christmas Event. Dann danach erst Western und Rennen. Also die Wettbewerbe dafür. Ein Forum Board, das ist auch schon leicht ne, im Gange. Freunde ist auch ganz wichtig, finde ich. Danach kommt der Rest, Fahren, Ausbildung, Gangarten. Und das ist nächstes Jahr erst. Also Seasons sind halt Frühling, Sommer, Herbst und so weiter. Die Landwirtschaft, dass man wahrscheinlich selber Futter anbauen kann oder sowas. Gesundheit, das Wetter. Urlaubsvertretung finde ich auch ganz wichtig. Horsefood, also ja, Landwirtschaft wird dann wahrscheinlich vielleicht auch Strohspäne oder irgendwie sowas sein in der Art, denke ich mir mal. Aber das werden wir dann alles sehen. Und bevor ich weiter quatsche, das Video wird sehr lang, das kann ich euch jetzt schon sagen. Bestimmt eine halbe Stunde. Weil wir haben echt viele Fohlen. Und dann immer noch was zu meinen Pferden. Ich habe in meinem Profil geschrieben, solange meine Pferde nicht im Handel stehen, im Verkauf, auf dem Markt, wie auch immer, sind sie auch nicht verkäuflich. Ich habe jetzt schon wieder Anfragen bekommen, weil ich gestern ein Palomino Rabicano bei den Arabern bekommen habe. Ich habe jetzt schon wieder eine Anfrage bekommen, ob ich den nicht tauschen möchte, verkaufen möchte, wie auch immer. Nein, möchte ich nicht. Wenn dieses Pferd nicht im Verkauf steht, möchte ich mein Pferd nicht verkaufen und ich werde meine Rabicanos, besondere Scheckungen, die ich gerade habe, momentan nicht verkaufen. Sollten sie im Verkauf stehen, möchte ich sie auch verkaufen. Stehen sie nicht drin, möchte ich sie halt einfach nicht verkaufen. So, das nochmal dazu. Ich weiß, es sind alles freundliche Anfragen, das ist ja auch in Ordnung, aber im Profil steht es halt eben, bitte keine Anfragen. Solange meine Pferde nicht im Verkauf stehen, werde ich sie auch nicht verkaufen. So, das nochmal dazu. Jetzt fangen wir langsam an, weil ich habe jetzt, glaube ich, schon mindestens 10 Minuten geredet. Ja, was nicht jetzt hier irgendwie zur Zucht gehört. Wir fangen mal an bei Thalia. Wie gesagt, das wird ein sehr langes Video werden. Ich entschuldige mich jetzt schon mal. Thalia, wie ihr seht, wir haben sehr viele. Da haben wir sie, die kleine Maus. Thalia 437, 324, 190, Rennen 21. Das nehme ich auch direkt wieder raus. Nicht, dass ich vielleicht irgendwo noch einen Fohlen vergessen habe, dann sehe ich das. Sie ist ein, ja, ein Dapple Grey. Habe ich das jetzt richtig gemacht? Ja, habe ich richtig gemacht. So, sie ist ein Dapple Grey. Dann zeige ich euch den Stammbaum. Das ist der Papa, Little Snowstorm. Da gehen wir mal drauf. Der gehört Luise 312. Ich glaube, da habe ich auch schon mal mit gedeckt. Also jetzt nicht mit diesem Hengst, aber von der Besitzerin. Details 436, 399, 201 ist schon echt gut. Potenzial im Rennen hat er eine 21. Also es ist ein guter Araber auf jeden Fall. Was ist hier drin? Suhr. Ah, okay, alles gut. Dann haben wir Tiziana. Wo ist hier die kleine Maus? Da ist Tiziana. 446, 394, 179, Rennen 19. Kann sich definitiv sehen lassen. So, Stammbaum. Kleiner Bagheera. Mit dem haben wir auch schon mal gedeckt. Hallo. Genau. Gehört Lena unterstrich. Details 435, 442, Exterieur 192. Potenzial im Rennen eine 18. Dann kommen wir zu Gwandaria. Gwandaria ist hier, 447, 267, 151. Nehmen wir das auch weg. Sie ist ein Rose Grey. Das heißt also eben ein Special. Sieht zwar noch nicht sehr special aus, aber ja, sie ist ein Special. Das ist der Papa. Das ist Madi. Der gehört uns. Da zeige ich euch trotzdem die Details.
46, 2, 67, 159. So, dann kommen wir zu Thülay. Thülay ist hier. 4, 48, 92, 171, Rennen 19. Und ist ein normaler Chestnut. Also nichts Besonderes. Stammbaum, Diamond of the Sky gehört auch Luise 312. Ist übrigens eine sehr schicke Decke, muss ich sagen. Gefällt mir unglaublich gut, diese Farbe. Er ist ein Dapple Rose Gray. Details 432, 33, 178. Potenzial hat er im Rennen eine 17. Dann kommen wir zu Bilal. So, Bilal ist hier. 459, 296, 161 Rennen 18, ist ein Sorrel. Also nichts Besonderes. Stammbaum ist unser Baha. Den kennt ihr mittlerweile. Den muss ich euch nicht zeigen. Dann kommen wir zu Talin. Ja, Talin ist ein Palomino Rabicano. Ein kleines süßes Mäuschen. Wo habe ich die süße Maus? Hier. 455, 297, 150 Rennen 20. Talin bleibt bei mir. Ich habe mir sowieso überlegt, nur die Special-Pferde irgendwie zu behalten. Ist jetzt eigentlich auch doof. Aber ich muss mal gucken, weil ich kann schon wieder verkaufen. Also ich habe jetzt schon viele verkauft, aber Eck muss ständig irgendwie, ich weiß auch nicht. So, Al-Azim ist unser, ja, halt auch ein Rabicano. Und der hat sich gut durchgesetzt. Der hat 4,55, 300. 153 Potenzial im Rennen ist eine 20. So, dann kommen wir zu Balil. Also wir haben Bilal und Balil. Ja, so ein bisschen, hä? Balil ist hier unten. So, 448, 342, 182 Rennen 21. Das ist schon gut. Könnte natürlich immer noch besser sein, das weiß ich. Stammbaum. Der Papa ist a good boy, gehört mittlerweile dem System. 438, 300, 767 und Potenzial 17 im Rennen. Sieh, Bagheera. Wo haben wir sie denn? Nee, das war ein Hengst, ne? Genau. 445, 332, 176, Rennen 18, ein ganz normaler Palomino. Och, wieso wollte ich das jetzt eigentlich nie haben hier? Danke. So, ja, ein normaler Palomino. Stammbaum, das ist der Papa, das ist kleiner Bagheera. Mit dem haben wir auch schon mal gedeckt. Gehört Lena Unterstrich wieder. Details. 442, 435, das ist schon recht gut. Also eigentlich schon sehr gut. 192 Exterieur. Potenzial im Rennen hat er eine 18. Dann kommen wir zu Shari. Shari ist ein weiterer Hengst, den wir bekommen haben. 447, 233, 135, Rennen 20 ist ein Strawberry Roan. Damit wären die Hengste durch. So, dann zeige ich euch den Stammbaum. Das ist unser Hengst, den brauche ich euch nicht vorstellen. Dann kommen wir noch zu Timer. Timer ist hier. Sie ist ein Flex and Dark Chestnut, wie man schon gesehen hat. 4,56, 2,54, 167 Rennen. 20 ist sie. So, damit wären wir bei den Arabern durch. Baha ist auch hier der Papa. Brauche ich euch auch nicht zeigen. Den kennt ihr ja mittlerweile. Dann kommen wir zu den Paints. So, da haben wir nur vier neue. Das ist Smile Over the Mountain. Sie ist ein Silver Buckskin Tovero. 414, 335, Western 18. Na, manchmal geht das nicht so, wie ich das gerne möchte, aber das ist auch okay.
Dann zeige ich euch den Papa. Das ist Eye of the Mountain. Gehört Elala 2404. Details 445, 324, 347 und Potenzial im Western hat er eine 18. Und ist ein Blue Roan Overo. So, dann kommt Swiffle Swaffle. Ich finde den Namen total süß irgendwie. Ihr könnt mich aber auch dafür erschlagen. Aber ich finde den Namen echt cool. 455, 460, 317, Western 18, ein Sorrel Tobiano. Ne? Sorrel Tobiano. Stammbaum ist unser D'Artagnan. Den brauche ich euch nicht zeigen. So, Why Not Hot hat dann Hot Autumn zur Welt gebracht. Die ist hier, Hot Autumn, also heißer Herbst. 4,59, 4,43, 3,35 Western 20. Sie ist ein Blue Roan Tovero und damit ein Special. So, der Papa ist Autumn Rust. Auch ein sehr hübscher Kerl. Gehört Medros. Details 464 Gesundheit, Charakter 388, Exterieur 339. Potenzial im Western hat er eine 19. Was ist er? Er ist ein Base Splashed White. So, Timeout hat uns Time Explodes. Ne, ich hätte das S weglassen können. Ihr wisst, was ich meine. Manchmal ist man einfach ein bisschen doof. Times Explodes. Naja. Oder Times Explode. Das war eigentlich so mein Gedanke. Okay, dann muss ich das erstmal noch wegmachen. Egal. Auch mir passieren viele Fehler. So, 4,78 in der Gesundheit, 4,22 im Charakter, 3,24 Exterieur, Western 18, ist ein Red Roan Overo. Damit nichts Special-mäßiges. Papa ist dieser hübsche Kerl hier. After Wind of Exploding Rust. Ein sehr langer Name. Ist von Peppy. Zeige euch die Details. So, 471 Gesundheit, 421 Charakter, 323 Exterieur. Und im Western leider nur ein Potenzial von 17. Leider. Aber er ist ein sehr hübscher. Er ist ein Red Roan Splashed White. So, das ist ein neues Fohlen. Ich würde sagen, das machen wir zum Schluss. Hier ist, glaube ich, auch ein neues Fohlen. Tara hat ein neues Fohlen. Genau, das waren die vier. Hier ist noch ein Strawberry Roan dazugekommen. Ich zeige euch erstmal die anderen, die ich schon fertig habe. Das ist Chopin. Da sind wir auch schon bei den Trakehnern. Da ist Chopin. 4,71, 4,15, 3,52 Rennen, 18. Ups, so. Er ist ein Dapple Gray Splashed White. Wo ist er jetzt? Da ist er. Ein Dapple Gray Splashed White. Wir können gerne mal gucken. Also ein Dapple. Dapple, Dapple, Dapple. Ja, Dapple Gray gibt es halt in sehr vielen Ausführungen. Und hier ist ein Splash White. Genauso sieht er auch aus, also nichts Special-mäßiges. So, der Papa ist Companion, das ist mein Hengst, den brauche ich euch nicht vorstellen, den solltet ihr mittlerweile auch kennen.